So, jetzt habe ich extra ein paar Minuten gewartet, damit der Mond untergeht. Dann würde ich sagen, können wir die Folge auch mal beginnen. Heutiger Plan, wir haben ja jetzt neuerdings immer einen, ist erstmal zu gucken, Inventar ein bisschen aufräumen. Und dann haben wir ja noch die Baumfarm, die wir bearbeiten müssen. Die ist ja noch nicht ganz fertig. Das heißt, erstmal schmeißen wir ein bisschen Kram weg. Dass wir einmal ein sauberes neues Inventar haben, mit dem wir vernünftig arbeiten können. So. Ja, das kommt hier rein. Guck mal hier, dann Steinzeug. Da kommen dann die rein. Die brauchen wir. Diese brauchen wir dann eventuell gleich mal. Dann kommt hier die Erde rein und das kommt hier auch rein. Okay. Der Apfel. Ja gut, das ist unser Essen. Das brauchen wir natürlich. Aber hier, das ganze Holzgedönse hier im Inventar ist hier oben im Crafting Bereich auch noch was. Hier kommt Holzzeug rein, das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. EDDD, Steinzeug, das kommt da rein. Das. Ach nee, die hatten wir. Die haben wir gerade rausgenommen. Die brauchen wir gleich. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. Dann haben wir Werkzeuge und sonstiges. Ich behalte den mal. Eventuell brauchen wir ihn noch. Das kommt hier erstmal rein. Ein Ofen ist im weitesten Sinne Werkzeug, oder? So. Ah, tun wir unten mit dazu. Haben wir. Nee. So, dann haben wir es gleich geschafft. Bergbau. Da rein in die Kiste. Fackeln. Da, 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 da. Ach komm, machen wir alles mal hier oben hin. So. Der Eimer, ganz wichtig. So. Rums. Dann geht es nämlich einmal rüber. Ich weiß nämlich drüben, da haben wir Material, das wir benötigen. Holzfällerhaus. Und da haben wir nämlich in irgendeiner von diesen ganzen Kisten. Nee. Wir nehmen mal ein bisschen Mesel mit. Das kann man immer mal gebrauchen. Dann brauchen wir den hier. Dann brauchen wir von dem hier glaube ich nichts mehr. Dann. Ah, hier wäre auch noch Erde, okay. Nächste Folge dann mal Inventar aufräumen und Kisten sortieren oder so. Nein. Ah, guck mal hier, da haben wir nämlich die Tubes, die brauchen wir nämlich dann gleich mal. Und dann haben wir. Da sind Blätter drin, da ist Erde drin. Müssen wir mal schauen. Kommt man hier eigentlich auch irgendwie, wenn man hier weitergeht, zur Baumfarm? Ja, guck mal hier, wir sind hier ziemlich nah unter der Baumfarm. Da könnte man nämlich das alles irgendwie ein bisschen verbinden irgendwann mal. Ich glaube, das ist gar nicht mal so blöd. So. Und die Kiste hier oben, die muss auch irgendwann mal weg. So, hier sind nämlich noch mehr Röhren drin. Und hier ist noch ein bisschen Mese drin. Und hier ist noch ein bisschen. Ach, nee, lassen wir erstmal da. Die Äpfel können wir hier mal auffüllen. Und dann haben wir alles bis auf eine Kiste, ne? Wir brauchen dann noch eine Kiste für drüben. Hier ist noch ein bisschen zur Beleuchtung. Ja, wir gehen mal eben gucken. Da war kein Holz drin, da war kein Holz drin. Da war auch keines. Wir müssen wirklich nochmal. Ach ne, wir haben eine Baumfarm, wir gehen zur Baumfarm, würde ich sagen. Das macht das Ganze doch ein bisschen einfacher. Vor allem dieser wunderschöne Aufstieg hier. Oh, wie schön, hier fällt man gar nicht runter. Ja, weil hier soll ja noch die Kiste hin. Gucken wir mal, wo wir sie hinstellen. Mit der wir dann ja den ganzen Kram, den wir einsammeln, ins Lager runter verbringen. So, hier erstmal Kistsche. Da reicht auch eine, die nutzen wir ja nur, um Sachen reinzuschmeißen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo tun wir sie hin? Tun wir sie hier hin? Weil das Problem ist, oh nee, es würde gehen, oder? Das ist nämlich hier drunter, genau.
Wir müssen ja auch runter von der Kiste. Auf der ist da drunter. Und der braucht aber auch noch... wir gucken mal, ob das funktioniert. Oh, da hat er gleich zwei abgeholt. So, nämlich hier drunter. Da kommt nämlich der Stackwise Filter Injektor rein. Mal kurz mal gucken. Muss man den dann so rum hinstellen, dass der... Nee. Nee. Sieht richtig aus. Sieht richtig aus, aber... Genau, hier oben ist das Loch. Und hier unten ist das Loch. Also so rum sollte der eigentlich funktionieren. Da tun wir mal eine Röhre dran. Ja, die connectet auch. Und oben von der Kiste müsste dann... Na. So. Oben von der Kiste, wir tun mal was rein. Ja, funktioniert. Also, richtig rum eingebaut ist er. Jetzt ist natürlich die Frage, wir müssen den ja per Mese steuern. Das Blöde ist... Wir kommen hier nicht dran, mesemäßig. Weil alles irgendwie... Ne, verstehst du? Problem erkannt. Wir können natürlich eine Doppelkiste machen und dann einfach hier daneben. Irgendwann mal machen eine Doppelkiste. Da zieht der dann da ja auch raus, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja. Tun mal hier einen rein und tun mal hier einen rein. Vielleicht macht das irgendeinen Unterschied. Und der müsste jetzt, wenn man das auslöst, alle vier rausholen. Ja. Ne, einen nur. Stackwise ist doch... Ach ne, der stackt die nur, wenn der Dingsen hat, ne? Dann holt er alle raus. So war das, genau. Gut, aber es funktioniert. Dann machen wir hier eine Doppelkiste hin. Oder hier hin. Guck mal, wenn man hier hochkommt. Sieht das besser aus, wenn die hier steht? Ich stelle sie mal eben rüber, wir gucken mal. Wir stellen sie mal hier hin. Ich glaube spontan, dass das so schöner ist. Okay. Für die Technik ist das natürlich egal, wo sie steht, auf welcher Seite. Das funktioniert ja immer. Dann machen wir hier nämlich wieder zu. Und dann machen wir hier da und da. Ja, ich hätte natürlich auch hier den... So. Dann muss man ihn wieder ausrichten. So. Dann probieren wir das einmal aus, ob das funktioniert. Gerade eben hat das in Ordnung funktioniert, oder nicht? Wir setzen den mal direkt von unten dran, vielleicht. Okay. Ach, Mann. So. Oder funktioniert der nur auf der anderen Seite? Funktioniert der nur hier? Oder muss da eine Röhre? Ach, es muss eine Röhre drunter und da funktioniert nur auf der Seite. Okay, wieder was gelernt. Also, Stackwise Filter Injektor hier nur auf der linken Seite. Alles klar. Soll uns nicht weiter stören. Dann bauen wir das Mese halt auf die andere Seite. Weil wir ja eine Miste hier runter. So. Das
zack, zack. Und guck mal, hier nehme ich schon mal wieder zu machen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Also Mese hält da nicht. Okay, dann haben wir ein Problem. Weil die Slabs fallen auch, ne? Hier die Dings Slabs. Ja. Und einen Mese haben wir auch verloren. Alles klar. Machen wir das Ganze nochmal. Zack, zack. Also, so und so. Und die Idee war nämlich, wenn man das so macht, das bleibt ja connected. Ja, das heißt also, der kriegt dann trotzdem sein Signal, auch wenn er hier dann eben zu ist. Das Blöde ist, es scheint da ja runterzufallen. Ach, das ist ärgerlich. Müssen wir die Kiste hier hinstellen und dann haben wir Mese hier drunter, oder was ist denn hier los? Das gefällt mir nicht. Oder wir machen hier hinter und wir gehen auf der anderen Seite runter. Ich glaube, dann haben wir nämlich das Problem nicht. Na, wir gehen hier runter. Ja. Und wir gehen hier natürlich wieder hoch, dass wir hier hochkommen. Ups. Gut, spart man sich natürlich ein. Okay, machen wir das so. Alles klar. Brauchen wir hier auch gar nicht irgendwie groß zubauen oder hochbauen, sondern der connectet sich einfach eins nach oben. Oder sollte sich zumindest eins nach oben connecten. Kann man die hier eigentlich wieder konvertieren? Ja. So. Falls er sich nicht einen nach oben connecten sollte, dann müssen wir halt einen nach oben bauen. Das geht dann schon. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie runterkommen. Das heißt, wir graben uns hier einfach mal runter. Und gucken mal. Genau, da ist nämlich der Boden. Wir machen hier erstmal ein Loch rein. Wir müssen da hin und her laufen ein paar Mal und wir müssen hier drin das Ganze connecten. So, das heißt, wir machen hier erstmal ein bisschen mehr Licht, aber es bringt nicht wirklich was, ne? Ja. Es ist auch noch sehr hell draußen. Upsala. Schüttel. So, erstmal Kakao. Bevor wir hier weiterbauen, brauchen wir erstmal Kakao. Ja. Den guten Pappstrohhalm. Ja, der Stahlhalm, der passt da nicht rein. So. Allerfeinst. Gut, jetzt bringt's Licht dann doch was. So. Wir müssen mit den Röhren. Wir müssen mit den Röhren da runter. Das heißt, wir müssen da. Das sind 1, 2 und die dritte. 1, 2 und die dritte. Hier. Machen wir doch mal ein bisschen Licht. An die Decke. So. Dann müssen wir hier. Und dann müssen wir nämlich da runter. Ja. Siehst du? Da sind wir schon. Als wenn es gewollt wäre. Zack, zack. Und dann. Ja. Wir kommen auch. Ach, guck mal hier. Das ist tatsächlich, als wenn es gewollt wäre. Wir kommen hier genau in der Mitte runter. Machen wir hier auch erstmal auf. Und hier in der Mitte, hier kommen wir dann wieder hoch. Ich hole das erstmal alles weg. Das ist einfacher. So, es ist einfacher zu bauen. Erstmal ein bisschen Licht. Jetzt müssen wir das Ganze nämlich noch schön machen. Auch wenn man es nicht sieht später, hätte ich es trotzdem gerne ordentlich. Und sonst laufe ich da jedes Mal längs und denke mir, verdammt, hättest du mal ordentlich gemacht. Und so machen wir das jetzt einfach. Und dann ist das nämlich gut.
unsere schönen Stein. Wie ist? Steinfliese! So. Hier auch noch den Boden. Und dann haben wir nämlich unseren Schacht für das Rohr von oben soweit durch. Ja. Und einmal Erde weg. Ja, das schwebt. Das kann das. Das schwebt, aber es hält nicht so einen blöden... Naja. Lass mal's gut sein. So, wir kommen da nämlich raus mit den Röhren. Und zwar hier. Und hier kommen wir dann oben. So. Ja. Und da kommen wir dann hoch. So, dann haben wir nämlich jetzt schöne Verbindung von hier unten nach da. Und wir brauchen eine weitere Verbindung von hier nach da drüben. Hier ist sogar noch offen. Habe ich das offen gelassen aus irgendwelchen Gründen? Es ist zu lange her, als dass ich mich erinnern könnte. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es wirklich stockfinster ist. Aber das wird das Licht sein. Hier muss übrigens so eine Sorting-Gedönse-Tube rein. Sort. Miese Kristallfragment. Dann... Gut. Pneumatic Tube und miese Kristallfragmente. Der habe ich natürlich alles nicht da. Das heißt... Wir gehen die mal eben holen. Das würde ich doch aber ganz gerne mal... Ach nee, ich habe keine... Keine Kristall... okay. Ich vermisse so ein bisschen mein Industrial Mesel Rezept dafür. Ah, aber gut. Ich Idiot. Da unten zwei, da oben zwei. So rum. Zack. Dann haben wir nämlich das Ding zum Aufsplitten. Da müssen wir nämlich echt mal gucken. Das Problem ist nämlich, wir haben so viele Kisten. Also wir haben drei Dinge, die wir einsortieren müssen. Die Äpfel, die werden wir essen, das ist klar. Wir haben einmal die Setzlinge, wir haben einmal die Blätter und wir haben einmal die Stämme. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das? So, erstmal hier und dann kann man nämlich hier weiterführen. Na, also, hier kommt was raus. Das Grüne, das müssen wir gleich konfigurieren. Und hier kommt auch was raus. Das müssen wir auch gleich noch konfigurieren. Aber erstmal müssen wir den Boden schön machen. Ich mache jetzt doch mal hier eine Fackel hin. Das ist ja schrecklich. Erstmal muss der Boden schön. Und die Wände müssen auch schön. So. 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 Und hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. So. Dann ziehen wir das hier auch weiter. Dann kommen wir nämlich hier genauso raus. Und hier wird dann auch wieder aufgesplittet und verteilt. Es ist nämlich die Schwierigkeit, die wir haben. Erstmal komme ich hier nicht mehr raus. Wir haben eine ungerade Anzahl an Dingen, die wir sortieren müssen, auf eine gerade Anzahl von Kisten. Wir können ja eine... Ich habe ja überlegt, wir machen hier einmal komplett Holz, einmal komplett Blätter und dazwischen Setzlinge. Ich glaube, so hatte ich mir das mal ausgedacht. Ne? Hier in der Mitte in den Dingern Setzlinge, da werden wir nicht so viele von haben, beziehungsweise die immer wieder verwenden. Blätter werden wir ohne Probleme vollkriegen. Kommt da nach hinten, die brauchen wir nicht so häufig. Aber nach hinten kommen auch zusätzlich noch Setzlinge. Da kommen auch noch Kisten rein. Setzlinge, 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 Setzlinge.
Ja, ich glaube, so machen wir das. Ah, wie war das noch? Jetzt muss natürlich alles ausgeschaltet werden, in dessen Richtung nichts gehen soll. War doch so, oder? Also alles außer weiß, grün und rot aus. So. Weil da ist nichts dran, das würde dann wohl zurückgehen. Weiß bleibt an, weil es da reingeht. Und grün und rot definieren letztendlich, was hingeht. Das heißt, grün, nee, rot ist Blätter. Rot ist Blätter. Und rot ist Setzlinge. Wir wollen ja auch Setzlinge nach da hinten verschiffen. Das heißt, wir müssen hier nochmal wieder hochgehen und uns nochmal irgendwie einen Setzling organisieren. Ist da gerade keiner abgefallen oder was ist hier los? Ist da echt kein... Okay. Hoffen wir mal, dass hier einer abfällt. Ah, so, siehst du, geht doch. Kann man nämlich hier einmal nachpflanzen. Zack und zack. Und dann kann man nämlich den anderen Setzling, den tun wir dann nämlich da schon mal rein. So, in den roten, da kommen auch Setzlinge rein. Und in den grünen, da kommen, na, da kommen ebenfalls Blätter und Setzlinge rein. Ich könnte natürlich in dem Fall hier jetzt aktuell auch noch einfach nur eine Kreuzung nehmen, weil die verteilt sich dann so random, wie es gerade passt. Da kommen übrigens keine Blätter, da kommen übrigens keine Setzlinge, keine Blätter rein. Hier kommt das Holz rein. So, wir haben ja Holz und Setzlinge. Vergesst den Satz, den ich anfangen wollte. So, also jetzt haben wir es konfiguriert. Setzlinge und Holz kommen hier raus. Und Setzlinge und Blätter kommen da hinten raus. Jetzt machen wir das erstmal wieder zu. Da müssen wir hoffentlich erstmal nicht mehr ran. Das ist ja eh nur so diese Grundverkabelung, ne? Die eigentliche Aufteilung, die kommt ja erst noch. Ups. Mal, dass wir es erstmal sortiert haben, wo was hingeht. Das ist, glaube ich, ganz gut. Na? 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 Das funktioniert. Da müssen wir nie wieder ran, das ist klar. Könnt natürlich hier so eine Wartungstür reinbauen, beziehungsweise hier dann rauskommen für die von der Verbindung. Die Verbindung ist hier. Da geht die Treppe runter, das heißt, hier unten könnte eine Treppe hochgehen. Na, guck mal, hier ist die. Da ist der Gang. Und hier ist der Gang. Hier geht die Treppe hoch. Dann könnte man hier auch eine Treppe hochgehen lassen. Da an diesen drei, die dann hier rauskommt. Oh, da ist ein Schacht. So. Und dann kann man nämlich hier irgendwo rauskommen. Dann, deswegen lasse ich sie erstmal noch offen. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Aber das nach oben, das können wir zumachen. Da sind wir durch. Da tun wir nämlich gleich mal dann die Steinfliesen hin, da wo man nicht mehr aufmachen darf, weil sonst was runterfällt. Das heißt, wir müssen hier einmal kurz ein bisschen aufräumen, weil hier drunter wird ja nachher dann irgendwo so eine Öffnung sein wahrscheinlich. Wo genau das dann sein wird, ist natürlich die andere Frage, aber dann haben wir zumindest schon mal vorgesorgt, dass uns nichts auf den Kopf fällt. So, das heißt, Erde kommt hier rein. Hier kommt Erde rein. Wir machen hier erstmal zu, zumindest diesen Teil hier. So. Und alles andere wird schön aufgefüllt mit den Steinfliesen. Ja. Das ist dann quasi so ein bisschen wie die Decke, wenn man so möchte. Ja. Auf die guten Steinfliesen. Warum ist hier eigentlich Cobblestone? Kann man den? Den kann man, okay. Und das wird von unten dann die Decke sein. Eventuell. So.
So. So, und wenn man da dann was reintut und der das dann nachher arbeitet, zieht er das dann da runter. Das heißt, gute Blinky Plant, jetzt brauchen wir dich. Kann man nämlich mal gucken. Erstmal ein Häppchen essen vielleicht. Nom 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 nom. Ja. Machen wir da einen eigenen Stromkreis für, der dann hier nur arbeitet. Guck mal, jetzt müssen wir es eh wieder aufmachen. Jetzt wollen wir da ja Strom verlegen. So. Das bleibt, wie es ist. Guck mal, hier ist nämlich die Decke. Wunderbar. So schön ist das geworden. So, so schön. Ja. Da hinten kommt unser Mese runter. Da liegt es. Da heißt hier, oder? Na, wir gucken mal. Genau, da liegt es. Das heißt, hier kommt es dann runter. Beziehungsweise, wir können die Blinky Plant eigentlich da hinsetzen einfach. Und dann ziehen wir nämlich einfach das Mese von hier oben runter. Zack, und schon arbeitet das Ding. Und, Moment mal. Ah ja, schwebt, genau. Machen wir hier nämlich einmal so und so und so und so und so. Und dann brauchen wir wieder Steinfliesen. Die gingen doch irgendwie mit Cobblestone, oder? Ne, Cobblestone und ein Stein drin, oder? Wie war das? Stone, 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 Stone. Ach, leg mich mal hier. Teil. Genau, Cobblestone und ein Stein drin. Das heißt, nochmal wieder nach Hause. Und ich glaube, wir haben sogar noch welche da. Das heißt, wir können einfach die nehmen, die wir schon haben. Steinzeug. Da haben wir nämlich noch welche. Und Bodenfliesen haben wir doch auch andere, oder? Gott, das ist schon zu lange her, dass ich da gebaut habe. Das ist peinlich. Gut. Jetzt muss ich doch kurz mal gucken. Genau, da haben wir nämlich hier die ordentlichen verlegt. Oder die kleinen verlegt. Das heißt, das machen wir dann hier auch. Hätten wir denn hier eigentlich theoretisch noch irgendwo... Nein, aber wir haben hier noch irgendwo. Das heißt, wir machen hier mal einfach ein paar. Für den Fall, dass wir gleich noch welche brauchen, dass wir nicht nochmal rüberlaufen müssen. Ja. So. Ja, keine Sorge, wird gleich wieder hell. Muss hier nur mal eben einen Technikboden reinlegen. So, 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 so. Na, verdammt, hat nicht gereicht. So. Zack. Dann haben wir nämlich hier den Technikboden, das heißt, wir brauchen da noch den, hier erstmal wieder Licht, bitteschön. Da brauchen wir noch, hier brauchen wir noch. Dadam, dadam, dam, dam. Ja, gut, da hätte man sich dann auch schenken können. Egal. So, das... Oder so. Ich glaube... Ja,
Also ich krissel irgendwie, das seit irgendeinem Update ist es wieder vermehrt da, auch wenn der Flugmodus aus ist. Ist nicht weiter schlimm. So, das kommt hier hinten hin. Das heißt, hier brauchen wir noch eine Reihe an Technikfliesen. Und da lassen wir auch mal offen. Ich glaube, das geht so. Zu. So zu. Hier kommt auch zu. Oder bleibt da auf? Nee, da bleibt auf, oder? Da bleibt auf. Da bleibt auf. So, zack, 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 zack. Dann ist sie connected und dann löst sie noch nach oben nämlich wieder aus. Und wenn da jetzt was drin wäre, oben in der Kiste, wir können ja mal kurz gucken, ob wir drankommen. Ja. Tun wir was rein. Das ist direkt. Wandert, 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 wandert. Kommt dann hier irgendwann raus. Gucken wir mal, das müsste jetzt zurückgehen, da ja das nicht in irgendeinem Filter drin ist. Genau, und dann geht es wieder zurück. Weil, wie gesagt, es ist nicht konfiguriert. Das heißt, da müssen wir mal gucken, ob wir eine irgendwie... Ob wir eine Kiste machen mit... Ups, du sollst da rauskommen. Na gut, dann nicht. Dass wir eine Kiste machen mit, wo einfach nichts... ja, der Überschuss quasi drin ist. Da müsste man dann gucken, wenn das zurückgeht. Oder dass es zurückgeht in die Kiste. Das Problem ist, es geht nämlich nicht zurück in die Kiste, beziehungsweise geht es zurück. Und ja, pendelt halt jetzt immer auf ewig hin und her. Irgendwann poppt es, glaube ich, raus. Aber wir lassen es erstmal. So, hier muss natürlich zu, so, hier muss zu und hier hinten muss noch schön gemacht werden. So, so wird's doch fein. So wird's doch fein. Ne? Zack und zack. Und dann, ich überlege gerade, ob man hier hinten vielleicht einen Slab nimmt und Beleuchtung hintermacht. Ich glaube, das ist noch geiler. Wir haben ja wohlweislich, dass wir sie brauchen, mal mitgenommen. Und dann machen wir Slabs davor. Schraubendreher. So. Zack. 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 Und dann haben wir es nämlich ein bisschen beleuchtet hier hinter. Und dann brauchen wir, die haben wir natürlich nicht. Naja, gut, man sieht halt da, aber das ist halt so. Das sieht man halt. Wir brauchen. Da, 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 da. Einmal hier rein. Ich glaube, wir haben sogar noch. Wir haben sogar noch. So. Ein bisschen Technik kann man ja ruhig auch sehen im Technikraum. Das ist ja nicht so schlimm. Da das aber eine Technik ist, an die wir nie wieder dran müssen, dann müssen wir ja nicht zugänglich haben, sondern können dann hier einfach schön fast schön schön machen. Okay. Kriegt man hier eigentlich wieder... Ich glaube, das habe ich schon mal getestet, dass es nicht ging, ne? Oh, da ist er kaputt.
Miese, miese. Hier wieder heile machen. So. Wir organisieren uns mal eben Glas. Da links. Zweimal Glas. Und dann sind wir gleich dann auch schon durch, mehr oder weniger. Ist mit so einer halben Stunde natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber ja, gut, so ist es dann halt. Ne? Gucken wir mal. So und so. Und die connecten jetzt natürlich nicht. Ne? Oh. Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich verarschen? Ach, ganz ehrlich, dann lassen wir das. Dann lassen wir es eben. Dann lassen wir es eben. So, 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 so. So, so, so. Ah ne, Technikraum ist, Technikraum muss ordentlich sein, sonst geht das nicht. Aber mit Slabs vielleicht. Na, wir gucken mal. Erstmal Technikraum Boden rein. So. Dann machen wir hier auch Technikraum Boden rein. Und dann machen wir hier, zack. Und dann machen wir hier so, 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 und dann machen wir hier... Machen wir hier so. Zack. Das Ganze einmal zurechtdrehen. So. So, so. So, so, so. Da oben kommt natürlich auch Technikraumfliese rein. Ja. Dann haben wir nämlich hier schön Tür in der Mitte quasi. Eigentlich muss noch eine Eisentür rein, ne? Ne, wir machen erstmal eine Holztür rein, kann man immer noch mal austauschen irgendwann. Dann ist die nämlich hier so. Und dann ist sie einmal von hier an der Seite und dann ist sie nämlich hier von innen auch ein bisschen rein eingelassen. Zack und zack. Machen wir hier mal einmal eben weiter. So, so, so. So, so. Ja, gut. So. So wird's doch kuschelig. Und hier hinten ist dann nämlich irgendwo der Aufgang von der Treppe. Aber gut, das kann man dann mal gucken. So, wir haben auf jeden Fall irgendwo einen funktionierenden. Und irgendwo ist jetzt nämlich hier dieses blöde Teil. So. Komm her. Geht doch. Da müsste man nämlich mal gucken, dass man eine Tube macht, die hier abzweigt. Und von oben eine One-Way-Tube hat und da... Ja, nee, es geht auch nicht. Weil... Ja gut, man könnte hier mit so einer Dings-Tube irgendwie so ein bisschen tricksen. Da könnte man natürlich gucken. So. Das war nämlich die hier einbauen. Grün bleibt offen, weil von grün kommt's. Und das kommt zu, das kommt zu, das kommt zu, das kommt zu. Blau bleibt offen. Da soll es nämlich reingehen. Und gelb bleibt offen und grün muss dann zu, oder was? Ich will ja nicht, dass es in... Na, verstehst du? Gucken mal. So, das müsste jetzt durchgehen. Genau. Stößt dann da unten gleich an den Filter ran und kommt dann zurück. Gucken wir mal, wo bleibt es? Wo bleibt es? Da ist es. Das geht zurück. Und es sollte jetzt an den grünen Filter anstoßen und aus dem blauen Filter rauskommen. Beziehungsweise kann man den gelben dann auch deaktivieren. Genau.
Und da wird es dann nämlich in eine Gammelkiste gehen, die wir irgendwo hinstellen. Und alles, was nicht zur Baumfarm gehört, könnte natürlich die Kiste hier drüben auf der anderen Seite machen. Das machen wir jetzt noch schnell. So. Hier ist dann nämlich schöne Ramschkiste. Hier ist die Ramschkiste, würde ich sagen. Ah, okay. Da ist nämlich dann die Ramschkiste. Das heißt, wir brauchen nochmal ein bisschen Holz. Und wir brauchen hier nochmal, zack. Und so, 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 so. Dann haben wir nämlich hier die Ramschkiste. Und da landet dann alles drin, was wieder zurückkommt, was nicht ordentlich gefiltert werden konnte. Genau, der rödelt da jetzt vor sich hin. Da, okay, da ist die. Ich würde ja hier echt gerne so ein bisschen Platz lassen für diesen Aufstieg. Wir können natürlich hier mal gucken. Wenn wir die hier wegmachen. Genau. Ja. Dann kommt es nach hinten durch. So. So. Und geht dann hier nämlich hoch. Okay, das sollten wir hinkriegen. So. Zack. Es muss natürlich schön gemacht werden. Na, sonst, Es muss einfach. Ah, und zwar hier. 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 Der kommt auch noch weg. Wir sind ein zu tief. Okay. Bevor ich das jetzt mache, ich teste jetzt lieber erstmal, ob das überhaupt aushält. Ja. Das sieht gut aus. Wir sind zu niedrig. Wir müssen nämlich hier auf die Höhe kommen. Das heißt, hier kommt noch weg. Und wir gehen... Ja, so platzmäßig müsste das hinkommen. So, machen hier mal ein bisschen auf. Ja, so viel auf können wir hier gar nicht machen, ne, weil hier ist schon draußen. Ach, schade. Hier kriegt man nämlich keine Dreiertreppe hoch. Ach, wir machen es zu. Scheißegal, wir machen es zu. Die Treppe, die kriegen wir schon irgendwie. Das ist kein Problem. Irgendwo an der Farm kommen wir schon raus. Irgendwo kommen wir schon raus. Ah. Hier geht halt nicht. Man muss hier hinten dann wahrscheinlich irgendwo rauskommen, aber nee. Oder wir lassen es halt einfach. Ist ja auch nicht schlimm, wenn wir es einfach lassen. Wir sorgen jetzt auf jeden Fall nur erstmal dafür, dass es hier... Das kann man auch nicht wegmachen, oder? Nee, das... Brauche ich gar nicht gucken, das kann man nicht wegmachen. Das geht alles nicht. Das geht alles nicht. Na. So. Ja, und von hier ist dann wieder normal zu. So. Und ich mach's ordentlich. Lalalala. Wir haben's gleich, keine Sorge. So, so. Dann kommt dazu und dazu. Dann kommt hier noch. Das geht nicht, das geht nicht. Ach, das ist doch alles doof. Wir machen... Upsa. Wir machen hier mal zu. Und...
Hier machen wir zu und hier machen wir zu und ja, komm, dann machen wir auch zu. So, dann wird das hier nur so ein kleiner Rohrverzweiger, das passt dann schon. So. So. Und das landet dann nämlich oben einfach alles in der Gammelkiste. Wäre natürlich trotzdem irgendwie schön, wenn es schöner wäre, aber... Na gut. Es ist, wie es ist. Man kann natürlich hier irgendwie zumachen noch. Oder dann... Dann ist es halt wirklich nur ein Rohrverzweiger. Machen wir hier auch noch zu. So. So. So, hier. Blinky Plant Action und Rohr Action und Filter Action ist da und... Müssten wir natürlich eigentlich mal gucken, was passiert, wenn man hier so ein paar Apfelbaumblätter in die Kiste wirft. Und testweise hier auch gleich nochmal sowas hinterher. Ja, guck mal, die gehen nämlich... Na gut, weil der Gelbe zu ist. Das heißt, der Gelbe muss... Auf und im Gelben, da filtern wir jenes. Komm mal. Na. Komm mal her. Ach nee, Ramschkiste oben. Das ist natürlich alles, was ich brauche in der Ramschkiste. Hm, sehr gut. Weil das sollen wir uns darauf verlassen, dass das erst irgendwie hinten gegenstößt und dann wieder runterkommt. Wir nehmen einfach direkt irgendwie alles, was reinkommt und filtern das vorab schon mal. Dann kommt das gar nicht erst runter, sondern landet gleich in der Ramschkiste. Indem wir einfach sagen, was wir haben wollen. Anstatt den Rückgabewert dann zu empfangen. Das heißt, alles was in... Also blau bleibt an, weil in blau soll es reingehen. Grün bleibt aus, weil ist scheißegal, brauchen wir nicht. Gelb ist der, wo wir filtern, und zwar Setzlinge, Blätter und nicht mehr vorhandenes Holz. Ach komm, leck mich mal am Arsch. So. Und Holz. Das tut man ja nur rein, um zu setzen, was es sein soll. Das kriegt man ja einfach so direkt wieder. So, jetzt nämlich, weil das, was hier runterkommt, wird in dem Gelben gefiltert. Und alles, was gelb ist, geht dann da rein und alles, was blau ist, sollte dann da eigentlich nicht reingehen. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat Vorrang vor, was hat Vorrang vor? Gucken wir mal. Die müssten durchgehen. Ja. Das geht in die Schrottkiste. Ja. Das geht in die Schrottkiste. Ja. Das geht in die Schrottkiste. Das geht durch. So. Das geht in die Schrottkiste. Das geht in die Schrottkiste. Mehr haben wir, glaube ich, nicht reingetan, oder? Nee. Das ist jetzt natürlich irgendwo. Ist das jetzt weitergegangen oder ist das jetzt reingegangen oder was ist jetzt hier los? Ach, guck mal hier da oben. Da pendelt es jetzt zurück. Jetzt konnte man natürlich, weil der grüne aus ist. Der blaue ist an. Das heißt, es müsste doch jetzt, weil das reinkommt, ihr auch alles in die Schrottkiste wandern. Na? Oder bleibt das schon da hinten hängen? Gucken wir mal. Okay.
Weiß ist an, das heißt, es müsste sich ja dann hier durchgehen, okay. Wir machen das mal eben auf. Da. Das geht rot und pendelt von rot zurück. Okay, das... guck mal hier, das wird nämlich erkannt, dass es behalten werden soll. Da wir Blätter aber oben schon filtern, brauchen wir das eigentlich gar nicht, oder? Weil, also das, was hier nicht reinkommt, das geht halt weiter. Setzling. Weil der Setzling, der ist ja richtig, der müsste ja... funktioniert. Super. Der Setzling, der wird ja dann einsortiert in die Setzlinge-Kiste. Der wäre dann ja hier irgendwo mit drin. Haben wir alle Tubes verbraten? Ach nee, die haben wir oben in der Dingskiste. Ja. Das Ende der Folge wird sich noch um wenige Stunden verzögern. So, wir nehmen das mal alles wieder mit. So, hier wäre nämlich zack, 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 zack. Hier muss aber auch noch gefiltert werden. Ja, gut, okay, es geht halt rein, aber es müsste hier auch noch gefiltert werden, dass man hier eben sagt, so, dass hier nur Setzlinge reingehen sollen. Weil Holz geht halt in die anderen Kisten rein. Würde halt hier, würde halt hier, ist jetzt doppelt gemobbelt, ne? Es wäre natürlich einfacher, aber gut, okay. Wir machen wir es so. So. Und das wäre halt eben dann eine von den vier Holzecken. So. Da, wir kriegen die von der Anzahl her, da muss man halt gucken, ne, dass man halt einen Filter macht für beide Ecken. So, 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 so. So, das ist die eine Holzseite. Und hier wäre dann natürlich die andere Holzseite. Jetzt haben wir nicht mehr genug davon, aber das wäre dann hier und hier und hier und hier, genauso wie auf der Seite. Und hier links, rechts, das wäre halt eben dann die... ja, die beiden Seiten für die Setzlinge. Das heißt, hier in der Mitte muss eine Filtertube rein, mit der man dann eben sagt, wo was hingeht. Ich habe jetzt aber nur noch einen hiervon und naja, gut. Das funktioniert auf jeden Fall da unten schon mal. Das bedeutet, das pendelt jetzt hier natürlich immer noch hin und her, weil es für Blätter noch keinen Anschluss gibt. Blätter wären dann hier hinten, die hier rauskommen. Da kann man es dann ja ungefiltert, ja, auch nicht verteilen. Aber hier muss man dann das gleiche bauen wie hier. Nur halt eben mit Setzling und Blättern, statt mit Setzling und Holz. Puh! Ich lasse die Dinger hier nochmal offen. So ganz rund läuft das doch noch nicht. Und hier muss ja auch noch irgendwie konfiguriert werden. Das ist halt alles irgendwie, ja, es müsste... Die pendeln dann nämlich voll durch.
Weil der erkennt nämlich hier, dass das Gelbe ist für die Blätter. Und alles, was zurückkommt und Blätter ist, wird halt wieder reingehen. Was insofern eigentlich ganz gut ist, weil natürlich die Blätterkisten, die sollen ja gefüllt werden. Das Blau, das würde halt alles filtern, was eben Ramsch ist. Für Itemtiers. Man kann natürlich auch da oben filtern. Das wird natürlich auch funktionieren. Da könnte man sich diese ganze Filterorgie weiter unten sparen. Aber sagt er nur Prefer Item. Okay. So ganz verstehen tue ich es nicht. Wahrscheinlich muss man hier irgendwie einschalten, ausschalten. Weil wenn er dann hier Exact Match, dann nimmt er nur das, was drin ist. Gut. Da wird jetzt auf ewig ein Blatt hin und her laufen, bis es fertig ist oder bis das Blatt irgendwo rauspoppt. Machen wir hier auch mal irgendwie einen Aufgang, so, dass man hier dann auch rauskommt. So, da ist es wieder so. So. Na, wie gesagt, es wird halt hier. Hier, da. So wie hier halt. Und hier in der Mitte wird dann gefiltert und dann ist das gut. Ja. Haben wir zumindest ein bisschen was geschafft. Zumindest ein bisschen vorbereitet haben wir. In der nächsten Folge wäre dann die dritte Baumfarm-Folge. Ich hoffe, dieser ganze Filterkram ist dann abgeschlossen und kann genutzt werden. Ich beende die Folge mal an einem Tag. Das ist doch auch schön. Stunde Folge, ja, läuft. Alles klar. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut rein. Tschö.